Hallo, liebe Leute, das ist ein One-Take-Video. Also, ich werde einfach drauf loslabern. Und zwar geht es um die Frage, ob Tan Schäfer der beste YouTuber ist. Erwartet jetzt nichts Großes, erwartet vielleicht viele Versprecher und so weiter, weil ich mir jetzt nicht so viele Mühe geben wollte mit dem Video. Es ist einfach nur ein Video für zwischendurch. Und ähm, stellt euch einfach vor, ihr würdet mit mir skypen und ihr hättet jetzt gefragt, äh, ey Tong, findest du, dass Tan Schäfer der beste YouTuber ist? Ja, dann lehnt euch mal zurück. Hose auf. <laughs> ich kann es einfach nicht lassen. Äh, sein aktuelles Video, äh, Dr. Tan, kennt ihr ja wahrscheinlich. Ich wollte fast Dr. Tong sagen. Äh, Dr. Tan. Äh, ich habe es mir natürlich angeguckt und naja, es fällt auf, dass er Julians Blog ähnelt. Aber ist er denn jetzt ein julians Blog Nachmacher? Also wie das einige in den Kommentaren behaupten. Ich finde er nicht. Natürlich macht er jetzt eher einen auf Gangster an seinen Doktor Tan. Aber äh, er kann ja auch anders, das wissen alle. Und ich glaube, das sind auch die, sag ich mal, neueren vielleicht, die neueren Fans vielleicht, die denken. Tan, du bist irgendwie so wie Julian, oder? Die haben es einmal gelesen unter irgendeinem Video und denken, ja, die haben voll recht, äh, der macht voll Julians Blog nach, äh, voll Scheiße. Und das Lustige ist, sie gucken seine Videos weiter und posten dann unter jedem Video, ey, Tan, du bist ja voll der Nachmacher, ja, dann deabonniert ihn doch. Es ist ganz einfach. Und die Frage, und zu der Frage, ob er jetzt der beste YouTuber ist oder nicht. Also, für mich war er mal der beste YouTuber. Wirklich, er war mal der beste YouTuber. Das Lustige ist, dass er auch selber ein Video dazu gemacht hat mit dem Titel äh, Ich bin der beste YouTuber, glaube ich. Also, das glaube ich, lassen wir mal weg. Ich bin der beste YouTuber. Und er hat auch recht damit, dass er äh, Qualitätsvideos macht oder Videos mit hoher Qualität macht. Sie sind immer schön kurz und knackig und auf den Punkt gebracht. Das fand ich an ihm so bewundernswert, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe oder die ersten Male. Und er hat auch eine ordentliche Prise Humor. Mit Humor, ja, mit Humor kommt man überall rein, ja, auch in die Frauen. <laughs> ähm, äh, was wollte ich noch sagen? Genau, wie ich auf ihn gekommen bin. Also, damals hat mir meine Freundin, meine damalige Freundin hat mir damals <laughs> einen Link zu seinem Video geschickt, wo, wo er noch seinen jetzt uncoolen Kanal, wie er ihn beschreibt, äh, noch Videos gemacht hat. Und zwar äh, Favization oder sowas, wie der hieß. Da wo auch mal Tanzvideos waren, die sind leider nicht mehr da. Ich hätte mir gerne noch seine ganz alten Videos angeguckt. Ich hatte nur mal eins gesehen, also wegen meiner damaligen Freundin. Ich fand ihn damals wirklich komisch. Ich habe ihn nicht weiter verfolgt. Ich dachte, was ist das denn für ein Typ? Irgendwann bin ich wieder auf ihn zurückgekommen. Ich weiß nicht mehr wie. Ich weiß noch wohl das Video, was ich gesehen habe, aber wie ich darauf gekommen bin, weiß ich nicht mehr. Es war das Video hässlich. Das war einer seiner. Besten Videos, sag ich mal, oder einer seiner lustigsten Videos. Ach, egal. Einfach ein, ein gutes Video. Das war auch der Grund, warum ich ihn damals abonniert hatte. Der hatte dann wahrscheinlich äh, erst vor ein paar Wochen seinen zweiten Kanal dann gemacht. Also mit seinem Tan Schäfer, mit seinem neuen Konzept. Ich habe zwar nicht ganz verstanden, warum. Er meinte ja irgendwas mit rechtlichen Problemen und Tan Schäfer passt ja viel besser. Naja, jeder wie er will. Und ähm, ja, ich habe ihn dann so verfolgt und dachte, wow ist echt guter Youtuber. Der ist mal was Neues, also nicht so ein Vollidiot sondern der versucht die vielleicht so wie ich die Welt zu ändern. Ich möchte natürlich auch in gewisser Weise die Welt verändern, aber ich merke ja schon, die meisten wollen mir gar nicht zuhören, wenn ich sage, ihr müsst so, ihr müsst bla bla bla. Also konzentriere ich mich eher auf Unterhaltung mit einer kleinen Botschaft am Ende oder mit versteckten Botschaften oder Ratschlägen, wie auch immer, also Moralapostel oder sowas will ich nicht unbedingt spielen. Das, das will keiner hören. Hier auf YouTube wollen alle eben Spaß haben und ich will auch meinen Spaß haben. Also, wozu einen auf Ernst machen? Und ich versuche jetzt nicht zu viel abzuschweifen, aber vielleicht hören ja einige gespannt zu, einige nicht, dann ist es mir auch egal. Also, ähm, ich habe interessanterweise eine Entwicklung bei ihm beobachtet. Ja, beobachtet. Denn. Er wird vielleicht eher so auf Kommerz getrimmt, keine Ahnung. Er, er wird offener. Er sagt zu seinen Fans ja nicht mehr, hallo Leute oder irgendwie was, sondern Schnuggis, hat er ja mal gesagt, ihr Süßen, bla bla bla. Ich weiß nicht, ob er das aus Spaß macht oder wirklich die so ähm, alle verniedlicht. Er, ist, er kommt seinem Publikum näher. Also, ihr versteht vielleicht, wie ich das meine. So, äh, ja, ihr Süßen, ich sage ja auch nicht zu meinen Leuten, hey, ihr Süßen. Für mich sind es einfach nur Zuschauer, die gerne meine Videos gucken, ab und zu mal. Vielleicht einige zumindest, einige sind vielleicht auch so pingelig und gucken meine Videos weiter, obwohl sie sich scheiße finden, ich weiß es nicht. Und er hat sich in der Hinsicht verändert. Also er ist, ja, man könnte sagen, er ist so eine Art Hattutorial Tutorial geworden. So ein bisschen, hey Leute, und dies und das. Äh, und ja, es ist ja voll geil und äh, danke, ihr rockt und ihr seid so toll und bla bla bla. Ohne euch hätte ich es nie geschafft. Das nervt mich ein bisschen. Vor allem, wenn man zu seinen Fans Schnuggis sagt und. Ich meine, das verzaubert ja die Mädchen. Ne? Also für mich als Junge ist es ja eher so äh, scheißegal. Mich nervt es eigentlich. Hey, Schnuggis, hey, ich will auch nicht als Schnuggi bezeichnet werden. Okay, vielleicht meint er auch nur die Mädchen, wer weiß. Und es ist ja wohl eindeutig, dass er mehr weibliche Fans hat. Also der Anteil an weiblichen Fans größer ist. Ja, und ich fand ihn ja damit so gut, dass ich sogar eine Parodie über ihn gemacht habe. Die meisten Tannis, ja, das ist auch wieder so eine Sache mit den Spitznamen, die haben wahrscheinlich gedacht, ich verarsche ihn, aber sie haben das Video natürlich nicht zu Ende geguckt, wo ich sage, dass ich ihn gut finde, dass er so weitermachen soll und so weiter und so fort, aber nun gut. Ich hatte ihm mal gesagt, ich werde auch noch ein, eine zweite Parodie machen, zu seinem 50. Video, also Nummer 50. Er hat ja schon über 50 Videos, glaube ich. Aber er macht ja immer neue Themenvideos oder www Tan oder. T, keine Ahnung, diese, diese Reihe, wisst ihr ja. Und auch Dr. Tan, also wird es wohl noch dauern. Ich hatte echt damals Spaß dran gehabt, dieses Video zu machen, also die Parodie über ihn. Eure Fragen an Tan Schäfer, bla bla. Es hat mir Spaß gemacht und an dem Tag, wo ich das gemacht habe und dann noch als Videoantwort gepostet habe, habe ich mich sehr darüber gefreut, dass er das als Videoantwort auch angenommen hat. Das hat mir dann gezeigt, ja, er ist nicht abgehoben, er ist noch bodenständig, er lässt noch andere an sich heran, sagen wir mal. Er hätte ja auch, er hätte ja auch sagen können, ey, was willst du denn, äh, willst du ja nur irgendwas von meinem Fame abhaben mit deinem Kack-Video und sowas alles. Ich wollte nur meinen Spaß haben, es war für mich so ein Zeichen, hey, du bist cool, ich mache mal ein Video über dich. Ich finde der Tutorial scheiße, ich mache trotzdem Videos über ihn, also... Ja, das muss ja nichts heißen. Äh, und... Er... Hat leider kein Feedback dazu gegeben. Also es kam mal indirekt in meine Facebook-Gruppe, also Bitong-Facebook-Gruppe, dass er es wohl in Ordnung fand. Und dass er sich auch gewissermaßen wiedererkennen konnte. Klar, ich habe alle seine Videos geguckt, ich habe seine Gestik beobachtet, seine Mimik. Äh, seine ähm, typischen Sprüche und so weiter... Und für ein zweites Projekt hatte ich sogar nochmal alle Videos durchgeguckt. Ich hatte ihn gefragt, ob ich die Genehmigung dafür habe, dass ich Videomaterial von ihm benutzen kann. Er hat nie darauf geantwortet, also habe ich das mal als Nein interpretiert. Ich habe es dann trotzdem gemacht, aber es ist dann an Vegas gescheitert. Die Datei, bla bla bla, technische Probleme, ich hatte keinen Bock, das nochmal neu zu machen und bla bla bla. Ich habe es dann gelassen. Ich habe gedacht, es ist auch besser so. Vielleicht hätte es sonst Ärger, ge Ärger gegeben mit ihm, wenn er dann sagt, ich habe dir nie die Erlaubnis gegeben, Videos, meine Videos zu benutzen. Dann wären auch seine Tanis angekommen. Wie kannst du sein Videomaterial benutzen? Du willst dich ja nur an ihm hochziehen und bla bla bla. Und deshalb verzichte ich auf wahrscheinlich auf die zweite Parodie, wenn ich enger mit ihm sage ich mal. Ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, befreundet wäre, wäre das anders. Und ich glaube, in echt ist er auch wirklich viel ruhiger als in seinen Videos. Klar, in den Videos muss man aufregend, frech und blablabla bla bla rüberkommen. Aber das, das Witzige ist, wenn ich das Video jetzt machen würde, und es würde gut ankommen, und ich würde es nur machen, weil ich Spaß daran habe, dann würden wahrscheinlich seine Tannys ankommen, irgendwann und sagen, du bist nur... So erfolgreicher, erfolgreicher. Ich habe noch nicht mal viele Abonnenten, weil Tan Videoantworten zugelassen hat. Das stimmt nicht. Ich sage mal, mein Erfolg beruht nicht darauf, dass ich meine Videoantworten poste bei Tan Schäfer. Aber ich hatte keinen Bock auf diese Diskussion. Ja, nur Tan Schäfer, ja, Tan Schäfer dies, Tan Schäfer das. Mein Erfolg, sage ich mal, beruht auf die Mitarbeit mit dem Aussager. Oder die Zusammenarbeit, besser gesagt. Ja, mit dem Aussager bin ihm sehr dankbar, dass ich mit ihm Videos machen konnte. Er ist wirklich ein guter Typ. Ich mag ihn sehr. Also ich denke mal, ich verzichte darauf. Und als ob es die Tani stört. Ich glaube, die meisten fanden mein, meine Parodie eh scheiße, weil sie denken, ich sehe nicht so gut aus und bla bla bla. Da sind wir auch schon bei der nächsten Frage. Der beste YouTuber. Warum ist er denn jetzt der beste YouTuber? Oh Mann, ich bin so abgeschweift. Äh, ich würde sagen, die meisten haben... Oder besser gesagt, er hat einen Bonus, weil er Asiate ist. Er hat einen Bonus, weil er tanzt. Und ich sag mal so, die meisten Mädchen denken wahrscheinlich auch, dass er wirklich gut aussieht. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Ich bin ein Junge. Mir ist es egal mit dem Aussehen. Ich habe ihn gemocht wegen seinen inhaltlichen Qualitäten und nicht, weil er irgendwas labert von. Äh, äh, nicht, weil er so aussieht oder weil er so tanzt. Oh, er ist ja so geil. Ich bin aus dem Alter raus und ich. <laughs> Besser gesagt, ich war nie drin, wo ich irgendeinen YouTuber verehre. Vor allem YouTuber. Nein, ich verehre keine YouTuber. U YouTuber sind für mich keine Stars, auf keinen Fall. Und das Witzige ist, äh, dass er auch viele jüngere Fans hat. Was ist denn daran so schlimm? Ja, nichts Schlimmes daran, aber diesen Leicht zu beeinflussen und man merkt ja äh, alle, ja, Tan, du bist der Beste. Die, da, die, die, da, du, du. Ja, ich würde nicht sagen, dass er der Beste ist, aber er war wirklich für mich einer der Besten. Stört ihn das? Dass er für mich nicht mehr der Beste ist? Nein. Stört seine Tanis das? Nein, sie feiern ihn weiter. Ich finde es eine Schade, dass Julians Blog nicht mehr der Einzige ist, der die dümmsten Zuschauer hat. Er gehört. Er hat wahrscheinlich auch schon viele dumme Zuschauer, weil einige dann sagen, er ist YouTube-Partner. Nein, ist er nicht. Seine Videos sind monetarisiert. Das ist ein Unterschied. Und wenn einer das schreibt, glauben das gleich alle und posten das. Hey, bist du jetzt äh, Partner geworden bei YouTube? Oh, wie kann man denn nur so blöd sein? Ich bin froh, dass ich, ich behaupte mal, jetzt nicht so dumme Zuschauer habe. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich finde es auch scheiße, wenn ich auf irgendein Video bin, Musikvideo, und dann sehe ich wegen Tan hier, Tan hier, Tan das, wer ist wegen Tan hier? Wen interessiert diesen Scheißhaufen, Oder diese Scheiße? Und ja, wenn ich ein, wenn ich Musik empfehlen würde, würde ich nicht sagen, ja, schick mal Grüße von mir, ja, wegen Tan hier, B-Tan hier. Ja, das ist natürlich gute Werbung, ne? Wenn Tan sagt, ja, grüß mal von mir, wegen Tan hier. Und dann fragen sich einige, wer ist dieser Tan-Schäfer? Und Bums hat er vielleicht ein paar neue Abonnenten. Äh, was gibt's da noch zu sagen? Genau, mit dem Geldverdienen ist es auch so eine Sache, die ich nicht verstanden habe. Er sagt, er verdient das Geld doch, weil er ja so äh, seine Zeit investiert und immer wieder neue Videos bringt und er auch wirklich Qualität abliefert. Ach so. Naja, er hätte auch einfach sagen können: Ja, es ist geil, damit Kohle zu verdienen, also mit YouTube. Fertig. Das mit dem da habe ich mir doch verdient und es ist wirklich wenig. Das ist, ja, wie wenig ist es denn? Wenn es so wenig ist, man, kann man es doch gleich weglassen, oder? Sagen wir mal, es wären nur 5 Euro im Monat. Ja, dann kann er es doch gleich weglassen, wenn es doch so wenig ist, oder? Also, ich verstehe wirklich nicht den Sinn hinter, dahinter, Geld zu verdienen. Und ich habe auch immer im Hinterkopf, wenn ich. Geld verdienen würde mit YouTube, also monetarisieren lassen oder YouTube-Partner sogar, was ich aber nicht werden will, also beides nicht. Also nee, ich will meine Videos nicht monetarisieren lassen und auch nicht YouTube-Partner werden. Dann hätte ich immer Hinterkopf: Scheiße, äh, bisschen ah, ein bisschen mehr Klicks, ein bisschen mehr Klicks, ein bisschen mehr Kohle oder ah, das Video muss besser werden damit. Ne, besser nicht, es muss provozierender werden, es muss vielleicht sogar beschissener werden weil viele einfach nur Scheiße sehen wollen, einfach nur unterhalten werden wollen. Scheiße in Bezug auf Simon Dessu, meine ich mal, sage ich mal. Es muss einfach bekloppt sein, es muss unterhalten, man, muss, man darf nichts dabei lernen und es muss einfach nur Scheiße sein, wie auch immer. Und dann würde ich denken, ich mache alles nur wegen dem Geld. Und dann würde ich auch mehr Videos bringen, nur wegen dem Geld. Und ich kann jetzt dann mich einfach auf die Videos konzentrieren und muss nicht irgendwie mich rechtfertigen, dass ich jetzt Geld verdiene mit YouTube. Und wenn ich wirklich Geld verdienen würde mit YouTube, will ich das auch wieder in die Videos investieren. Also sprich neue Kamera, also allgemein neues Equipment oder vielleicht Bücher kaufen und dann Reviews über die Bücher machen und dann weiterempfehlen an die Zuschauer, wenn, ich, wenn mir das Buch dann zu langweilig ist. Ähm, verschenke ich das Buch an irgendeinen Abonnenten und so weiter und so fort. Also Tan, ich verstehe jetzt nicht die Sache mit dem Geld. Natürlich, kein Tani nimmt es dir übel, dass du Geld verdienst. Ich glaube, sie gönnt es dir und in gewisser Weise habe ich es dir auch mal gegönnt, aber die Erklärung dahinter mit ja, ich mache doch Qualität und ich mache ja immer wieder Videos für euch. Ja, du bist nicht gezwungen, Videos für deine Tanis zu machen. Ich fühle mich auch nicht verpflichtet. Ich mache Videos, weil ich sie machen will, weil ich was zu sagen habe und wenn Leute denken, ich mache irgendwann zu wenig Videos, ja, dann sollen sie mich deabonnieren. Ganz einfach. Ich weiß nicht, woher die Verpflichtung bei dir kommt, so Videos zu machen. Vielleicht wegen dem Geld? Wer weiß. Da kommt ja immer Koni und Akta sehr gelegen, um ein bisschen mehr Kohle zu machen. Aber nun gut, Tan Schäfer. Er kann ja machen, was er will. Keiner nimmt ihn das übel. Was ich ihnen aber übel nehme, ist die Tatsache, dass er mal ein Video nahezu. 1 zu 1 übernommen hat, wirklich dieselben Sprüche, dieselbe Struktur und dann auch im nächsten Video natürlich sich nicht, sag ich mal, entschuldigt, sondern er sagt, ja, ich bin ja nicht so penibel, andere klauen auch Ideen, ja natürlich Ideen schon, aber ein Video, ah, ein Video. <laughs> 1 zu 1 zu kopieren oder ja, besser gesagt, nahezu zu 1 zu 1 ist ja wirklich erbärmlich. Vor allem für den besten YouTuber, wenn er das von sich sagt. Und dann noch so 1 zu 1 kopieren, das ist ja äh, ein bisschen armselig, finde ich. Nun gut, er hat das kopierte Video herausgenommen. Ja, also er hat nie wirklich den Fehler äh, zugegeben. Also ich habe es nicht mitbekommen. Vielleicht hatte er das bei, in seiner Facebook-Gruppe oder sowas. Keine Ahnung, aber in dem Video. Um mal einiges klarzustellen, kam das überhaupt nicht so rüber. Nur nach dem Motto, ihr seid alle zu pingelig und ich darf machen, was ich will, fertig, aus. Da sollte mich die abonnieren. Ja, da hat er schon recht, aber wenn man sagt, dass man der Beste ist, sollte man auch zeigen, dass man der Beste ist, indem man eigene Ideen hat. Oder wenn man Ideen äh, übernehmen will, dass man es dann besser macht. Also eins zu eins kopieren, das macht eigentlich für mich jeden YouTuber zum schlechtesten YouTuber überhaupt. Also wirklich die Sprüche kopieren und überhaupt den Inhalt des Videos. Nee, das ist nur erbärmlich. Wirklich nur erbärmlich. Da kann ich nicht sagen, dass er der beste YouTuber ist. Und ich finde es schade, dass er jetzt oder dass er das gemacht hat, weil ich habe, ich weiß noch, wie ich damals sein Video kommentiert habe. Ja, ich hoffe, du kommst an die Spitze und haust der Tutorial weg. Er hat mir dann auch geantwortet auf den Kommentar. Ja, danke, das motiviert mich sehr. Ja, ähm, seine Abonnentenzahl steigt ja immer weiter. Wie gesagt, er ist was Neues, ne? er ist intelligent, er sticht heraus aus der Arslak-Szene, wie er selber sagt, durch seine Sprache, durch seine Intelligenz. Und er vermischt das ja noch mit Humor und so weiter, aber wobei sein Humor natürlich jetzt an Julians Blog vielleicht erinnert, bei seinen Dr. Tan-Videos aber nun gut. Jeder wie er will, ne? Also lieber Tan... Der Beste bist du jetzt nicht mehr. Du warst der Beste. Ich wiederhole ja nochmal. Ich wiederhole nochmal, weil du so intelligent bist, weil du kurze, knackige Videos machst, weil du eine ordentliche Prise Humor mitbringst und du einer von den ja, Optimisten bist. Sage ich mal, aber Optimisten kommen natürlich bei Zuschauern immer besser an. Ne? So ja, alles ist toll, hi, 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 mir geht so gut, so wie hätte Troll bestes Beispiel. Ah, alles ist toll, glaubt an eure Träume, kämpft dafür und oh, dieser ganze Müll. Aber ich weiß nicht die Entwicklung, ich weiß nicht, was sich so verändert hat oder was ihn jetzt so verändert hat. Ich bezweifle, dass er jetzt mein Video gucken wird. Und äh, na, was soll man dazu sagen? Ja. Er entwickelt sich weiter, ich entwickle mich auch weiter. Wenn man meine alten Videos mal vergleicht, <laughs> alt, so alt sind sie ja jetzt nicht, dann merkt man auch eine Veränderung. Aber ich habe mich ja auch eher im Positiven geändert. Also, ich habe jetzt mehr Spaß an den Videos, dadurch, dass ich mit den Fans, ja, ich sag, nein, Zuschauer besser gesagt, kommunizieren kann. Also über die Facebook-Gruppe oder Kommentare, dass sie Kommentare schreiben, mir Feedback geben und äh, ich vermisse leider nur äh, angemessene Kritik, also um mich zu verbessern sozusagen in der Hinsicht. Mach mal mehr solche Videos, mach mal mehr solche Videos oder die Stelle war geil. Hey, das solltest du öfters machen. Natürlich motiviert das auch, wenn jemand schreibt geiles Video. Hey, das ist jetzt nicht so, dass ihr, dass ihr, dass, dass ihr einen Fehler macht, wenn ihr schreibt gutes Video oder so. Nein, Quatsch. Ich will mich ja natürlich verbessern, Kritik ist immer willkommen, aber wenn jemand schreibt, ich sehe den Sinn dieses Videos nicht, dann ist es für mich keine Kritik, das ist nur ein Satz von. die, die Das ist dann nur ein Satz, der vor einem Vollidioten kommt und der auch immer ein Vollidiot bleiben wird, weil er eben den Sinn des Videos nicht sieht, der aber offensichtlich ist. Entweder ist da ein Sinn für eine Person oder gar keiner. Also man hat, muss ja auch nicht irgendein Video kommentieren mit, ich sehe den Sinn des Videos nicht. Wenn ich, ein, wenn ich keinen Sinn in einem Video von Tan sehe, dann schreibe ich das auch nicht hin. Ich ignoriere es einfach. Oder ich gucke es einfach nie wieder. Fertig. Und dann, naja, der beste YouTuber. Ich muss eindeutig sagen, nein, er ist nicht der beste YouTuber. Er war ansatzweise der beste. Aber er hat sich in die falsche Richtung entwickelt. Er ist zu. In der Musik würde ich jetzt sagen, er ist zu popmäßig geworden. Pop ist immer scheiße. Pop gefällt den meisten, ist aber scheiße. Ist oberflächlich gelaber äh, dies das ja klingt doch gut wenn er sagt ihr müsst an eure Träume glauben und kämpfen ja ihr seid für euer Leben verantwortlich ja das das ist fast das gleiche hört man auch von Herr Tutorial nur in Schwul also von daher nervt das schon aber nun gut jeder wie er will ne? und wenn mir jetzt jemand vorwirft äh, Tong du willst dich ja nur an Tan Schäfer hochziehen mit diesem Video nein will ich nicht ich werde dieses Video nicht als Videoantwort posten an irgendeiner seiner Videos. Ich möchte auch nicht unbedingt, dass es sieht. Er kann es ruhig sehen, aber ich zwinge ihn nicht dazu. Ich will auch keine Rückmeldung von ihm jetzt unbedingt. Hey, dann sag mal was zu dem Video. Habe ich das gut gemacht? Nein, ich habe es für mich gemacht. Für euch, damit ihr mal wisst, was ich so denke über ihn. Und ich weiß, ich habe jetzt sehr viel äh, Scheiße geredet zwischendurch, aber... Nun gut, vielleicht habt ihr ja doch die eine oder andere Sache gelernt oder auch nicht. Wie auch immer. Und das ist mal was Erfrischendes, einfach mal so drauf loszureden. Mal wirklich lange drauf loszureden. Und ihr könnt ja mal schreiben, äh, was ist ich, äh, Bitong, bla bla bla. Dann weiß ich, dass ihr das Video zu Ende geguckt habt. Also, es würde mich interessieren, wer dieses Video wirklich zu Ende geguckt hat. Und äh, falls jemand dieses Video scheiße findet, ach, mich stört es nicht. Mich stört es wirklich nicht. Es war ein Video für zwischendurch. Ich wollte mir jetzt nicht zu viel Mühe geben. Ich hätte mir natürlich auch viele Dinge rausschneiden können, irgendwelche Äs und Ö und Ö. Aber das ist ja egal. Ich wollte einfach nur meinen Senf dazu geben zu Tan Schäfer. Ich habe es jetzt nur für zwischendurch gemacht, weil ich mir jetzt nicht die Mühe machen wollte, richtig viel Arbeit zu investieren, weil ich noch viele andere Projekte habe, in die ich mehr Arbeit investieren möchte als in ein Video über Tan. Und falls, und nein, ich will noch sagen, danke an alle, die mir bis hierhin zugehört haben, auch wenn es sehr langweilig war. Aber nun gut. Äh, Abschlussfazit nochmal: äh, Tan schäfer ist nicht der beste YouTuber. Er ist wirklich ein guter YouTuber, aber der Beste ist er eindeutig nicht. Das ist natürlich alles nur meine Auffassung. Ihr könnt denken, was ihr wollt. Ihr sollt auch denken. Ihr sollt auch eigenständig denken, meine ich, und nicht äh, mir eine Lippen kleben und dann unter Tan Schäfer-Video schreiben, du bist nicht der Beste, bla bla bla, du bist der schlechteste. Nein, Quatsch. Es ist jetzt nur meine Meinung, die ich euch preisgeben möchte und, und gut. Mehr habe ich glaube ich auch nicht zu sagen. Boah, geschlagene, was? 22 Minuten oder so was? Ja, okay. Das reicht ja wohl. <laughs> Euer Biton. Bis zum nächsten Mal.